machst du denn? Ich steck's in meine Hose. Ich nehme meine rechte Hand und packe sie in meine Tasche. Sprich zu meiner Kennst Hand. Du das noch? Nein. Robin Hood, Helden der Strumpfhosen? Oh. Der Behinderte? Nein. Ich nehme dieses Wattebolch und packe es in meine rechte Tasche. Das waren doch die Piraten, die da... Weiß ich nicht mehr. Nicht mehr? Nee. Oh. Hab ich nebenbei getrunken, ich bitte dich. Videoabend, Film. Ach Mann, da beschweren sich alle, weil er so doof ist. Ja, ist doch geil. Da sind wir wieder. Und mit uns der liebe Olli. Ich hoffe, er begrüßt uns nachher in seinem typischen Tara. Ist schon wieder ein Grund aufzuhören. Aufzulegen. Schaffst du es immer wieder. Wie geht es dir, liebster Daniel Sun? Mir geht's gut. Oh, ich muss erstmal noch Rekord drücken. Ach, nein. Nein, ich meine natürlich den Timer. Ach so. Dir geht's gut? Ja, mir geht's gut. Ich bin nämlich krankgeschrieben und zu Hause. Nein, hör auf. Erzähl du mir was von Homeoffice. Ehrlich, du bist viel öfter krankgeschrieben und zu Hause machst nichts. Ich mach wissen was. So, jetzt ist es endlich raus. Bist du jetzt fertig, zufrieden? Ich habe jetzt gedacht, kommt sowas wie nun. Oh mein Gott, was hast du? Kann ich dir irgendwie helfen? Für mich hast du rein äußerlich nichts. Ja, ich kann außer, es dass gut du noch täuschen. Dicker geworden bist. Danke, jetzt lass ich mir doch Fett absaugen. bin gerade so über den Punkt drüber gewesen zu sagen, nein. Wann fing der Punkt dann an? Heute Morgen beim Spiegel gucken? Eigentlich schon seit ein paar Wochen. Nein. Du, mir geht das aber auch so. Ich werde immer dicker. Unter der Zunge oder was? Nee, unter dem kleinen Fingernagel. Ja, merke ich schon. Mhm. Schon gesehen. Ist mir gleich aufgefallen. Hat sich so hochgewölbt, das Ding? Nein, wenn man gut befreundet ist, sieht man sowas. Ah ja, okay. Hat unser Ehering nicht mal raufgepasst. Auf den kleinen Finger. Auf den kleinen... Oh Gott. Gekauft habe ich ihn für den Daumen. Damals. Nein, ja, geht's dir wirklich gut? Ja, mir geht's schon gut, klar. Schön. Aber ich bin Montag früh aufgewacht und hatte tatsächlich eine dicke Achillessehne. Und das ist... Ist das nicht eigentlich so, dass die normalerweise reißen? Also so knack-bang durch? Na, reißen und anschwellen, entzündungstechnisch oder überansprucht, ist ja noch, sind ja zweierlei Unterschiede. Ja, ja, klar. Reißen kann sie ja auch in einem heilen Zustand, genau. weil sie durch Squash spielen. Es ist für mich so dieses typische Beispiel Squash genau. spielen in der Halle. Ja, weil harter Fußboden. Das ist doch das, was so Peng macht. Harter Fußboden. Das ist das, nee, wegen das, was schnellen so Bewegungen. Ja, harter Fußboden. Ja, das keine das, Erwärmung. Ja. Aber das macht so Peng. Das ne? knallt richtig, mhm. wenn die reißt, genau. Da träumst du davon, dass es mal richtig knallt. Ich hau dir gleich. Ich hab nicht so eine lange Arme, ne? aber ich komme gleich rüber, Alter. Echt, ich. Die Mühe mache ich mir und stehe auf. Die Mühe. Auch wenn das Kabel nicht reicht. Da hole ich mir ganz schnell eine Verlängerung. Ja, aber es ist tatsächlich. Ich hab das gerade vor Augen. Also ich klack, klack, klack. Nein, aber das wünsche ich keinem, dieses Reißen zumindest nicht. Das ist echt scheiße. Das hat mein Trauzeuge gehabt. Der hat auch das schon mal gehabt. Aber dem war ich nämlich Squash spielen. Hm? Nicht während der Trauung. Nein, aber wir waren Sport machen und dann ist dem wirklich während des Spiels echt die Achillessehne geknallt. Ne? Und das sind Schmerzen wahrscheinlich, ne? Ja, das hörst du mal so. Es ist gar nicht so. Also der eine sagt ja, der andere sagt nein. Mhm. Du kannst halt nur noch gehen. Also da ist nichts mehr mit irgendwie groß laufen. Aber nicht so, dass du mit der Trage rausgetragen werden nein, musst. Nein. Also man ist ganz vorsichtig nach Hause gegangen okay. und dann ist er zum Arzt gegangen. Da hat man es dann festgestellt. So, bei mir war es halt so, ich bin morgens aufgestanden und habe dann halt schon ziehen gemerkt. Und dachte mir so von wegen, oh, muss man ein bisschen vorsichtiger machen. Ja. Aber was willst du denn machen? Ich meine, du gehst ganz normal, im Job ja auch. So, und worauf willst du aufpassen? Dann sitzt du im LKW, du hast den Fuß lang, weil du Automatik fährst, so entspannst ein bisschen. Mhm. Aber am zweiten Tag halt, habe ich schon mitgekriegt, du kommst morgens, sitzt auf der Bettkante und kommst schon nicht mal hoch. Ja. Das hört sich immer so alter Mann typisch an, aber es ist halt, Leute, die was mit den Beinen und so weiter haben, die wissen, wovon ich spreche. Ne? Jetzt weiß ich, wo der Spruch herkommt. Die Frau neben dir, wenn die sagt, den würde ich nicht von der Bettkante stoßen. Das würde ich dann auch nicht mehr. Naja. Ja, es ist echt krass, weil du brauchst dann auf Klo, brauchst du eine halbe Stunde und das sind eigentlich bloß 5 Meter. Ne? Mhm. So, und da habe ich mich dann noch so durchgeschleppt, sag ich mal, mit Ibo und so weiter. Aber am Dienstag ging es dann gar nicht mehr. Und da habe du musst ja auch Auto fahren und vor allen Dingen ausladen und was weiß ich alles. Ne? Ja, ich bin ja dann auch zur Arbeit gegangen und habe mittendrin dann aber aufgehört. Habe gesagt, nee, komm,
es bringt einfach nichts mehr. So, weil du tust dir ja selber keinen Gefallen. Ne? Aber soll ich dir was sagen? Das ist wirklich so, ich glaube, wir werden alt. Oder wir sind alt. Oder hat man sowas mit 25 auch? Ja, natürlich. Ja? Ja. Achillessehnenentzündung? Ja. Woher denn? Über Anstrengung. Und Kratzen oder über was? Anstrengung reicht doch. Ach so. Okay. Heißt das, dass, weil dein rechtes Bein ja eigentlich mehr betroffen ist, dass du das linke besonders belastet hast, dass das vielleicht so das also, Ergebnis? Wie das entstanden ist, kann man natürlich nicht herausfinden. Ja. Kann ja auch sein. Ja. Ich persönlich denke einfach, das ist so eine Laune der Natur wieder gewesen. Hey, Olli. Ja. Warum erkältet man sich über eine Klimaanlage, bei einer Klimaanlage? Sonst hast du ja auch immer an. Ist richtig. Und plötzlich hast du eine Erkältung. Ja. Klar, jeder würde jetzt sagen, weil du sie zu doll aufgedreht hast. Aber. Nee. Ich weiß es auch nicht, kann es dir nicht sagen. Mal hast du es, mal nicht. Ja. Nein, aber ansonsten geht es mir gut. Also, du siehst ja selber, ich sitze hier schon wieder. Ich musste den ersten Tag fast schon wieder an Krücken gehen, weil Alter. Nichts ging. So, jetzt Ivo ist reingeschoben. Ja, ist das, wirklich so, ja, ist noch geholt. Was, ne? Das angeht. Naja. Was ich immer so krass finde, ist so, wenn du alleine bist, ne, dass du zusehen musst. Dass du erstmal so alles hast. Ja. Ich bin ja selbst an dem Tag, wo ich mitgekriegt habe, das läuft nicht mehr, das geht nicht mehr, ich muss jetzt zum Arzt. Aber im Moment kannst du wenigstens noch humpelnderweise durch die Gegend jumpen. Ja, ja. Gleich sofort einkaufen, solange wie du noch gehen kannst. War vorher natürlich beim Arzt, also gleich auch zur Apotheke, Medikamente holen, damit das alles erstmal safe ist. So, damit du dann zur Not zu Hause dann... Ich weiß, was du meinst. Du kannst nicht sagen, Schatz, kannst du das mal bitte holen? Genau. Das funktioniert, ne? Bleib halt du mal sitzen, nicht. Ich mach das hier. Genau. So Haushalt zum Beispiel. Und du musst natürlich auch aufpassen, wenn das was, also wirklich was ist, wo du hinfallen kannst, dass das nicht passiert. Weil wer weiß, wo du aufknallst oder sowas. Also, ne? Also wirklich, es ist tatsächlich so. Deswegen ja das Sprichwort manchmal auch, wenn du alleinstehend bist und du kippst irgendwann mal um und bist tot, dich findet erstmal keiner. Nö. Ne? Weil du hast keine Freunde. Bis die Russen nebenan riechen, was los ist. Und dann denken die, oh, guck mal, der kocht Gulasch. Ja, genau. Und trinkt Wodka. Genau. War das dein Fehl der Woche? Auch so ein bisschen? Nee, du hast mich, ja, das auch. Auch? War ja auch mit, kann man, ja, ist das ein Fehl der Woche? Wahrscheinlich nicht, das wird wahrscheinlich, hoffentlich kein Fehl des Monats. Aber du hast keinen, ne? Aber weißt du, was ich toll finde an der ganzen Sache ist, ne? Du bist krank für 2 Tage. Ich habe mir nur wirklich geschworen, dass ich versuche, Montag wieder fit zu sein. Ja. So, und mein LKW steht ja zu Hause. Und die haben innerhalb von nicht mal 24 Stunden, das waren nicht mal 5 Stunden, haben die meinen LKW geholt, damit er in die Firma kommt. Da habe ich so auch bei mir gedacht, Alter, lass ihn doch da mal 2 Stunden jetzt bei, 2 Tage das, bei das, mir stehen. Das, genau das hatten wir. Das den Werkstattwagen fährt jemand bei uns, ne, der immer umher pendelt und dann die LKWs repariert. Den Werkstattwagen fährt jemand. Und wenn der Urlaub hat, darf der den mit nach Hause nehmen. Begründung, er möchte nicht, dass mehrere Fahrer sich da Werkzeug rausnehmen und sich daran bedienen. Jetzt sage ich möchte nicht, dass auf meinem LKW, es ist ja nicht meiner, gehört ja der Firma, aber dass auf meinem LKW irgendein Fremder fährt, ohne dass ich ihn ausgeräumt habe, weil ich kriege ihn meistens kaputt zurück. Ne? Beim letzten Mal war es ja dieses 2 Wochen Urlaub und ich habe ihn wieder gekriegt. Schlägst die Hände mal Kopf zusammen. Sag nicht, das ist nicht deiner. Das kommt darauf an, ob du meinst, ob es dein Eigentum ist oder dein Besitz. Das ist ein großer Unterschied. Es ist in dem Moment, wo du den hast, ist es dein Besitz. Also ist es deiner. Also ich sehe das schon so. Und ich meine, das ist ja auch dein Arbeitsgerät, dein Werkzeug für jeden Gerät. Tag. Ist so. Ja, ich bin ja dafür zuständig. So. Verantwortlich. Und das ist wie ein Maurer, der seine Maurerkelle ver... Oh, die Katze hat eine Maus. Mhm. Wie ein Maurer, der seine Maurerkelle verleiht und dreckig wiederkriegt. Ja. Und das, der schlägt dir den Kopf ab, Alter. Wirklich übertrieben. So, und genauso ist es auch. Das sehe ich. Da bin ich hundertprozentig deiner Meinung. So, das Problem ist, dass bei uns immer nichts passiert. Das dauert eine ganze Weile. Können da wahrscheinlich auch viele drüber das Gleiche sagen. Das ist krass. Echt, ich habe 4 Wochen gebraucht, nach 2 Wochen Urlaub, 4 Wochen gebraucht, um ihn in den Zustand zurückzuhaben, wie ich ihn vor meinem Urlaub abgegeben habe. Das ist doch nicht zu glauben. Und das interessiert keinen. Und das macht mich wütend. Ja, klar. Kann ich verstehen. Verantwortung. Weißt du, das ist so... Aber du verbringst in diesem LKW sehr viel Zeit. Ja, natürlich. Die meiste Zeit deines Lebens genommen. Und, so, und du bist bemüht. Und dann irgendwann nach 5 Jahren ist der Leasingvertrag ausgelaufen und dann sitzen sie dann da und dann gucken sie natürlich drumherum, ob da irgendwelche Schrammbeulen sind oder wie auch immer. Und dann heißt es, wie bist du mit dem Auto umgegangen? Genau. Wo ich dann sage, Alter, habt ihr eine Macke oder was? Ja, ja. Ne? Das ist so. Warte. Und bei uns sind ja einige Arbeitskollegen sogar zu faul, Glühlampen zu wechseln. Und das ist, finde ich, so traurig. Die können nicht mal die Glühlampe wechseln. Das geht gar nicht. Und das macht dann auch keiner. Nee, das geht gar nicht, sowas. Ah, ist egal. Wie geht's dir denn?
Liebster Martin. Oh, ich bin ein bisschen gestresst und zwar privat. Wegen Homeoffice? Weil wir, nee, deswegen nicht. Nee, privat, weil wir sehr viel unternehmen zurzeit. Da bist du gestresst. Du tust mir richtig leid. Mhm. Ich tue mir auch selber leid. Gib doch die Hälfte ab. Kannst du bitte eine Dose Mitleid für mich aufmachen? Das würde mir helfen. Oh, das klingt gut. Das ist, mir geht's schon besser. Mhm. Das Ärgerliche ist dann, wenn das nicht alles so verläuft. Es kommt ja immer mal was dazwischen. So. Ne? Und jetzt war es so, dass wir am Freitag mit unserem Uwe hier, unserem Afghanistan-Uwe, in Berlin waren. Ja. Da sind wir extra hingefahren, auch Übernachtung organisiert und bla bla bla. War dann ein Konzert vor, Materia, so, bist ja nicht so ein Fan von, aber wir sind und in der Waldbühne. Ich weiß nicht, ob du die Waldbühne kennst in Berlin, die ist großartig. Das ist so ein... Hätte ich gerne mal gesehen, aber mich fragt ja keiner. Das nächste Mal kannst du gerne mitkommen. Nein, Materia, um Gottes Willen. Nee, aber die Show und so weiter, das ist wirklich wie so ein Kelch. Mhm. So. Und wir haben uns wirklich drauf gefreut. Wir haben die Karten schon seit anderthalb Jahren. Aber das sah auf den WhatsApp-Fotos auch gut aus. Ja, genau. Nur hat das Konzert nicht stattgefunden. War das dieses, was ich bei deiner Uschi gesehen habe, mit diesem ausverkauft oder abgebrochen? Oder abgebrochen. So? Tatsächlich ist es so, also wenn wir ehrlich sind, seit ungefähr 4 Monaten komplette Dürre in Deutschland, außer in Süddeutschland. Das mal ausgenommen. Auch in Berlin. Berlin-Brandenburg ist ja, das wie hier ist alles vertrocknet. Ja. Olli, halt die Fresse, ich bin beim Reden. Wir sind da hingekommen und es war der erste Tag, wo dann mal Gewitter aufzogen. Ja. Und die sind auch durchgeballert und das war alles nachmittags. War alles nicht schlimm. Schön Regen und bla bla bla. Hin mit dem Bier und was weiß ich. Stehen da, um 6 war Einlass, stehen da wirklich 5 vor 6 direkt vorne beim Einlass. Und dann wird das Konzert abgesagt wegen Unwetterwarnung. So, und dann stehst du mit deinem Handy da und guckst auf die Wetter-App. Ja. Nein! Und du siehst, dass nichts kommt. Es hat auch nicht geregnet. Ja. Es kommt auch nichts mehr. Warum sagt ihr das ab? Ja, Sicherheit geht vor, bla bla bla. Oder hat er keinen Bock gehabt? Das war die Antwort. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Das Ärgerliche daran ist ja nicht nur für uns. Wir sind 3 Stunden unterwegs gewesen, 4 Stunden. Wir haben da noch einen schönen Abend gehabt. Aber es gibt Leute, die kommen extra aus Wien, aus Stuttgart, für dieses Konzert. Kannst du dir überlegen, was das bedeutet? Die haben 3 Tage... Wer kommt denn schon aus Wien? Nein, aber wirklich, überleg mal diese Anfahrt für dieses Konzert. Und dann verschiebt er das auf eine Woche später, auf den Sonntag, wo natürlich die Hälfte der Leute nicht kann. Und das war mein Fehl der Woche. Sehr ärgerlich. Ja. Geld kriegst du wieder, ist alles egal. Aber ist natürlich schade. Naja, du gehst ja mit einer gewissen... Wir haben Euphorie dahin. Meine Uschi war noch nie auf ein Konzert von ihm. Sie wollte unbedingt, sie hat sich drauf... Die Große oder die Kleine? Die Große. Die Kleine hört das, aber ist nicht so. Sie hat ja noch Zeit, Fan. Ja, ja. Sie kann ja noch mal. Sie kann sich wie ein Vernünftiges suchen. Ja, ja. Aber das ist wirklich so. Das zweite Ding ist, Fehlerwoche vom letzten Mal, von letzter Woche, da habe ich dir von dem Blitzer erzählt. Dem Blitzer... wo ich angeschrieben wurde, dass ich geblitzt wurde und fälschlicherweise... Ja, wo das Nummernschild nicht gestimmt hat und so. Heute habe ich Antwort von der Polizei bekommen. Nein. Und ich lese es original vor. Ich habe es bis jetzt noch nicht aufgemacht. Quatsch. Sehr geehrter Herr Ring, durch ein Versehen wurde bei der Feststellung einer Ordnungswidrigkeit irrtümlich Ihr Kennzeichen notiert. Das unter dem oben angegebenen Kennzeichen eingeleitete Verfahren wird hiermit zurückgenommen. Und ich, weißt du, womit ich jetzt gerechnet hätte? Na? Dass sie so nach dem Motto, nee, stimmt, wir haben das Falsche geschrieben. Ihr ist das und das und das. Bitte zahlen Sie. Ja, was soll ich machen? Ja, ich bin froh. Solange wie so ein Schreiben noch kommt, ist das doch okay. Ja, auf jeden Fall. So. Ich frage mich auch, wie du das sonst mitkriegst. Aber da kann man mal sehen, dass man darauf aufpassen muss, ne? Und man kann auch sehen, dass da auch nur Menschen arbeiten. Das wundert mich eigentlich, dass da wirklich immer noch Menschen arbeiten. Ja, eigentlich sind es Polizisten, ne? Oh, war das ein Flachwitz? Wieso? Beamte. Oh! Und das dritte Ding, was ich dir erzählen wollte, und Alter, das. Raus. Es ist ja gar nicht. Weil ich wollte das gar nicht erzählen. Aber immer raus damit! Du hast vorhin gesagt, du weißt diese Geschichte mit Winnetou gar nicht. Nee. Was gerade abgeht. Nee. Die verbieten gerade sämtliche Karl-May-Bücher. Winnetou-Filme. ARD zeigt seit anderthalb Jahren keine Winnetou-Filme mehr. ZDF will es jetzt auch verbieten. Was? Ja, weil die Indianer da falsch dargestellt werden. Das ist ja Rassismus. Ohne Scheiß, ist wirklich so. Was? Ja. Das wird komplett aus der Fernsehlandschaft, aus der Buchlandschaft verschwinden. Winnetou.
Und ich bin froh, dass ich morgen noch bei den Festspielen hier in Bad Segeberg bin, weil nächstes Jahr werden die nicht mehr stattfinden. Ach, hör doch auf. Und warum? Ja, Indianer. Nein, ich meine jetzt wirklich, ja, genau. Indianer. Erzähl mal weiter. Wegen den Indianern. Weil die eben ein falsches Weltbild über die Indianer, die sind ja immer die Bösen, weißt du? Und das kann doch nicht sein. Ja, sind sie doch aber gar nicht. Ja, durch WhatsApp gehen da diese Nachrichten, wo Bruce Willis so ein Plakat hochhebt, ich habe Winnetou 2 gesehen. Weißt du, so weit ist es schon. Sind die bescheuert? Ich muss gerade, ich weiß gar nicht, ob Armin noch da ist. Ich muss gerade an unser Spiel denken, Red Dead Redemption, RP, kannst du auch Indianer spielen. Und die Indianer sind bei uns eigentlich gar nicht so die Bösen. Allerdings spielen die natürlich auch in dem Sinne so eine Rolle, wo sie in den Städten nicht im Wilden Westen nicht beliebt sind. Die Kavallerie da völlig aufpasst und so weiter und so fort. Bei uns sind eher so die schlimmen, die Mexikaner, sag ich mal, ne? Die da versuchen, den Wilden Westen zu übernehmen und allem drum und dran. Aber wenn ich das so höre, ich finde das schon lächerlich, ne? Ganz wie viele ehrlich. Wie viele Jahre wird Winnetou gespielt? Wie viele Jahre werden Indianerfilme gespielt, gezeigt? Und da kommt wieder irgend so ein. Wer ist denn auf den Trichter gekommen, frage ich jetzt mal. Irgendeiner, der Langeweile hat. Das ging mit Scheiß Frauenfeindlichkeit los, mit Schwulen, was weiß ich. Jetzt geht das los mit. Was das ist das genauso, für eine Scheiße? Das ist genauso, liebe Leute, wie wir hier aufpassen müssen bei unserem Flachwitzen. Was ja wirklich Flachwitze sind, wo jeder gesunde Mensch eigentlich drüber lacht, weil er weiß, dass das ja nicht ernst gemeint ist. Ja, es gibt aber genug ungesunde Menschen. Mein Gott, wir wollen einfach nur, dass die Leute sich die Augen verdrehen und sagen, mein Gott, ja, der ist flach. Bläh. Aber da ist nie eine Ernsthaftigkeit hinter. Und es gibt Leute, die nehmen das sowas von ernst. Aber dann musst du auch, darauf wollte ich hinaus, dann musst du auch nicht nur Polenwitze, weil die ja immer mit Clown interpretiert werden, die leben ja schon damit. Also wenn ich habe so viele ausländische Mitarbeiter bei uns in der Firma, die lachen darüber genauso. So, wir Deutsche werden als Nazi bezeichnet. Wir lachen ja auch darüber. Ja, deswegen, das so ist es ja. Aber da müssen auch die Blondinen-Witze wegfallen. Ja. Da müssen die Deine-Mutter-Witze wegfallen. Und sämtliche Chuck Norris-Witze möchte ich dann bitte auch. Und dass das, die deswegen bitte ich dich darum, das nächste Mal für nächste Woche einen Indianer-Witz bitte. Ich möchte gerne einen haben. Okay. Weil ich möchte dagegen angehen, weil ich finde das absurd. Ich finde das total bescheuert. Für uns ist das Geschichte. So, klar, das kann alles sein, dass Karl May nicht ganz sauber war im Kopf. Alles möglich. Ne? Aber jetzt mal ohne Quatsch. Wenn ich mir Winnetou in Erinnerung rufe, die Filme, war doch auch da immer die Kavallerie eigentlich die Bösen. Ja, deswegen. Weil die doch dann die Indianer abgeschlachtet haben. Und dann musst du auch Filme verbieten, wie hier mit Leonardo DiCaprio, Revenant, hast du den mal gesehen? Ja, natürlich. Da sind die Indianer auch die Bösen, die das überfallen. Den musst du auch streichen von der Lunch. Also, was ist denn als nächstes dran? Ganz ehrlich, was verbieten sie als nächstes? Überhaupt Ballerspiele. Ja. Ballerspiele, Ballerfilme. Alles. Keine Actionfilme mehr. Du kannst alles verbieten. Es gibt da nur noch Naturfilme. Ja. Und Naturfilme sind auch zu gewalttätig. Am besten, sie verbieten noch 4 Panzersoldaten und einen Hund. Wenn sie das verbieten, dann gehe ich echt mit der Kalaschnikow los. Das kannst du ja wissen. Ja. Meine das kannst du, glaube ich, nicht mehr verbieten, weil das schon so. Ja, aber siehst du ja. Aber das habe ich echt nicht gewusst. Das habe ich echt nicht gewusst. Achte mal drauf, das ist wirklich also sowas von absurd. Und ich hatte mich die ganze Zeit gewundert, warum sehr viel Pierre Brice und Lex Barker im Netz plötzlich Bilder gezeigt werden und so. Ja, der Ravensburger Verlag hat die Bücher aus den Regalen genommen. Ich finde das schwachsinnig. Natürlich ist es das. So, ich wäre dann jetzt dafür, ab sofort, dass alle, die sich das Buch und den Film auch gekauft haben, das Geld zurückgeben. Ja. Ja, finde ich auch. Mhm. Und dann öffentliche Buchverbrennung. Auf allen Marktplätzen. Genau. Finde ich gut. Scheiße, echt. Warst du fertig? Ja. Ich bin durch. Flachwitze. Das hab ich die letzten 3-4 Folgen, habe ich das mal nachvollzogen. Machst du immer, das finde ich gut. Das muss man nichts modern einspielen oder so. Das ist schon krass. Ich habe mir das jetzt erst einmal durchgelesen, deswegen hoffe ich, dass ich das. Ich lehne mich mal entspannt zurück. Kannst du auch. Das finde ich gut. Der Erste. Eine Blondine zur Freundin. Ich glaube, mein Mann betrügt mich. Ob die Kinder von ihm sind, wage ich auch zu bezweifeln. Oh Gott, das ist. Oh Mann. Ich brauchte den auch zweifeln. Oh, jetzt hab ich aber gerade überlegt. Ich glaube, manchmal gehe ich auch als Blondine durch, weil ich musste den zweimal lesen. Ich so, was ist denn dran? Nee, du bist Weißhine. Weißhine? Mhm. Alles klar. Jetzt kommt wieder ein Martenwitz. Ich muss das so sagen, weil es ist echt.
Was ist grün und spielt E-Gitarre? Ein Rockodil. Warum lachst du da? Weil das doof ist. Ja. Das ist total bescheuert. Aber hat das was mit dem Sohn von Uschi und Uwe zu tun hier? Rockodil? Nee. Nee. Ein Mann kommt nach der Arbeit nach Hause und seine Frau will ihn heiß machen und sagt, Schatz, ich hab voll Lust auf dich. Ein Mann sagt, tut mir leid, mein Arzt sagt zum Abend nichts Fettes mehr. Oh. Alter. Oi. Wundervolles Ding. Schön. Ein Paar geht im Park spazieren und kommt an einem besoffenen Obdachlosen vorbei. Sagt die Frau, guck mal Schatz, das ist mein Ex. Den habe ich vor 5 Jahren verlassen. Antwortet der Mann, krass ey, ist der denn immer noch am Feiern? Ups. Hauiuiui. Fragt ein Lehrer in die Klasse, Fritzchen, wenn du auf der Straße 500 Euro und ein Gehirn findest, was würdest du nehmen? Fritzchen, habe ich 500 Euro, sagt der Lehrer. Siehst du, ich würde mich für das Gehirn entscheiden. Fritzchen, na klar, jeder was er braucht. Oh, alter Schwede. Das habe ich mich bei meinen Lehrern damals auch getraut. So ja? Was. Ja, ja. Treffen sich zwei Freundinnen, fragt die eine, na, wie war dein Date gestern? Antwortet die andere, wie auf einer Schiffstaufe. Ich wurde von einer Flasche gebumst. Oh. Es sind nur noch zwei. Oh, Alter, ist der geil. Das Ding ist ja, ja? Weil du gebumst sagst, kriegen wir wieder 10.000 Aufrufe. Oder eine Sperre. Oder irgendwie Hass eine erfüllte Sperre bei, ja genau. Keine Ahnung, TikTok ist da echt so empfindlich. Achso, ne? Du hast Sperre gesagt, ich habe Spende verstanden. Okay. Was ist der Unterschied zwischen einem Tischler und Hansa Rostock? Wage es nicht. Warum guckst du sofort ernst? Wage es nicht. Der Tischler kann Meister werden. Das Schlimme ist, der ist gar nicht schlecht. Den machen wir als Sketch. Sehr gut. Finde ich gut. Ja. Du bist eine Pissau. Ich weiß. So, eine habe ich noch. Was ist der Unterschied zwischen Gleitgel und Spülmittel? Nein, auf. Ach, auf. Spülmittel spaltet die Fette. Gleitgel fettet die... Ach Gott, das ist doof. Hab ich den Witz gerade unterbrochen? Ich weiß nicht. Oh Gott. Ich habe fertig Flachwitze. Kommen wir jetzt zum Hauptthema. Ja, die 250 besten Computerspiele aller Zeiten. Oh. Alter, wir haben schon eine halbe Stunde rum. Das ist doch gut. Alter, der letzte war richtig krass geil. Platz 34. Tomb Raider. Und zwar nicht, dass das du denkst, sondern aus dem Jahr 1996. Kennst du diese alten Tomb Raider noch, die hässlich waren wie die Nacht? Mm, 2D oder so, glaube ich, auch nicht sogar. Ja, das war schon 3D, aber das war diese, die waren viereckig, die Lara Crofts irgendwie. Hast du das jemals gespielt? Nee. Ja, ich auch nicht. Ich mag sowas nicht. Also ich bin da sehr... Naja, es ist ja auch ein Shooter, nur du siehst die Person, so, mit bisschen Klettern. Ja, ja. So. Ich fand den doof. Ich glaube, den ersten Teil, den ich gut cool fand und den ich auch gespielt habe, war der auf der Insel, wo sie mit dem Schiff gefahren ist oder mit dem Boot und da dann das Boot verunglückt ist, sie an den Strand gekommen ist mit den Einwohnern da und tralala. Und der war von den neueren, ne? Mhm. Genau. Die waren auch gut. Ja. Grafisch auch top. Genau. Da ist mir sowieso öfter mal aufgefallen, dass wenn ich einen Teil 3 oder 4 gespielt habe, dass ich dann die ersten zwei wollte ich immer spielen, Witcher zum Beispiel auch, wo ich dann gedacht habe, von wegen, ey, geil und tralala, hast du nicht gesehen, aber. Oh, dann guckst du den ersten Teil und sagst dir grafisch. Mhm. So geht mir das jetzt aber andersrum bei Uncharted. Ich habe Uncharted durchgespielt, den ersten Teil auf der PlayStation. Ich habe mich wirklich zusammengerissen und gesagt, nein, du spielst nicht den letzten, sondern du spielst jetzt den ersten. Mhm. Und dem merkst du schon das Alter an. Aber er ist geil, weil die Story so geil ist. Ja. Geil vertont, dieses Setting an sich mit der versunkenen Insel und so, das ist schon Indiana Jones, Tomb Raider Mix. Ja. Also hat sich gelohnt. Mhm. Also da muss man wirklich sagen. Ja, okay. Hätte ich da wahrscheinlich den dritten gespielt, hätte ich die ersten beiden auch nicht mehr gespielt. Ja. Kann ich mir vorstellen. So. Platz 33, Crysis aus dem Jahr 2007. Ich kenne es nicht.
Ich habe es gespielt. Ach. Ich habe es tatsächlich gespielt, aber ich habe den nächsten Teil nicht gespielt, weil ich dachte, das reicht. Hast du ja auch einen Anzug an, kannst dich tarnen, sollst Missionen erfüllen. Ist cool gemacht, aber du bist satt. Du bist einfach satt. Na, also im Spiel dann. Ja, ich habe da keine Lust mehr empfunden, irgendwie da dann weiterzuspielen, weil ich denke mal, das ist dann immer dasselbe. Ist es bestimmt. Ja, also es hat Spaß gemacht, war auch cool, auch mit Story, finde ich ja sowieso mal toll. Aber sowas kann man nachholen, wenn man krank geschrieben ist. Wenn. Ja, ja. Wenn man lang genug krank geschrieben ist. Ja, genau. Wenn der LKW vorab geholt wurde. Platz 32. Borderlands 2. Ja. Borderlands habe ich gespielt. Ach, den ersten. Im Solo oder im Multiplayer? Solo. Okay. 2 wollte ich dann im Multiplayer mit meinem Bruder spielen. Das hat aber nie geklappt, nie stattgefunden. Okay. Ist grafisch gewöhnungsbedürftig und daran ist es bei mir gescheitert. Mhm. Weil es fängt im Schnee ja an, Borderlands. Ja. Und aber was ist daran gewöhnungsbedürftig? Das ist so, was ist denn das für eine Grafik? Wie soll ich das erklären? Also was ich mich erinnern kann... Gezeichnete Grafik, ja, genau, das so ist Comic-Style, wie, ne? Das ist so wie Walking Dead. Ja, ja, okay. Und das ist gewöhnungsbedürftig. Walking Dead habe ich auch gespielt, war auch geil, absolut, aber nee. Kommst nicht, wenn ich rankommst, kommst nicht ran. Ist so. Und das ist ein Shooter aber, ne? Genau. Aus dem Jahr 2012. Und jetzt kommt was ganz anderes, Platz 31, Anno 1404. Es gibt ja ganz viele Anno-Teile. Ja. Und das soll der beste sein. Wobei es nicht der neueste ist. Der ist 2007 erschienen. Also ich habe das gesuchtet, das Ding. Ich fand den geil. Ich glaube, das ist auch der, den ich gesuchtet habe. Der war wirklich gut. Also auch Anno Online fand ich cool. Ja. Also ist auch dieses Siedler-Feeling, ne? So ja, bisschen. Genau. Fand ich cool. Also hat auch wirklich Spaß gemacht. Ja. Aber es gibt auch wie in jedem solcher Spiele den Punkt, wo du nicht weiterkommst. Genau, und dann hast du auch keinen Bock mehr. Und dann hört's auf. Ne? Und es hat lange gedauert. Ich meine, wie gesagt, du hast wirklich ganz, 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 ganz viel gehabt. Aber du kommst nach zig, hundert Stunden, kommst du an so einen Punkt, da ist die komplette Karte ist voll und du müsstest, ich glaube, die halbe Karte neu bauen. Ja, ja. Damit du da irgendwie was erreichst, um weiterzukommen. Und da hast du dann keinen Bock mehr drauf. Nee, vor allen Dingen, es gibt ja auch genug Spiele auf der Welt. Irgendwann ist dann genau vorbei. Ich habe zum Beispiel dieses, was war denn das? Nicht Medieval Dynasty, sondern dieses, wo ich auch mal, ich glaube, ich hier mal drüber gesprochen habe, ja, wo ja, so Ossi-Style hatte. Wo du Häuser bauen konntest und alles im Ossi-Style, ne? Icarus-Busse und so weiter, LKW. Und da war das genauso. Du hast gespielt, 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 aber du bist an so einem Punkt, wo dann irgendwas gebraucht wird, wo du dann halt die ganze Karte wegnehmen müsstest. Ja. Weil du alles zugebaut hattest, um das andere alles zu erreichen. Und dann, wie du schon sagst, dann hast du diesen Punkt erreicht, wo du sagst, okay, es reicht. Diesen Aufwand betreibst du jetzt einfach nicht mehr. Nee. So, und es hat so viele Stunden gekostet und ich fand die Karte sowieso schon so genial mit den ganzen Zügen und mit den ganzen Kreuzungen und da sind ja zig Züge automatisch gefahren, die du eingestellt hast. Ja. Auch die sich kreuzen. Deutsche Reichsbahn. Das war schon, und da sind ja immer noch Erweiterungen, ne? Jetzt kannst du auch Flughäfen bauen und ach, was es da nicht alles gibt, aber du kommst nicht mehr ran an das Spiel. Ja, ja, denn, aber wie gesagt. Ist genauso wie Dead by, keine Ahnung, wo Dead ich erzählt habe. Nee, wo die Zombie-Wellen immer kommen, nachts, und du hast dann immer diese Gänge gebaut. Hatte ich, glaube ich, auch schon mal erzählt. Punkt erreicht, bist du satt. Ja. Fertig. Ja, aber du hast genug, ich sag mal, du hast Spaß gehabt, genug Spaß gehabt. Und das ich habe früher mal gesagt, das Geld, was du ausgegeben hast, das muss sich amortisieren. Richtig. Und wenn sich das amortisiert hat, ist das wunderbar. Ja, genau, so sehe ich es auch. Ja. Kommen wir zu Platz 30, ein sehr beliebtes Spiel. Ich habe es angefangen, habe aber nach 3-4 Stunden abgebrochen, weil FIFA. Bin ich rangekommen. Ja, FIFA. Ich habe es nicht hingekriegt. Ich habe nach 3-4 Stunden aufgehört. Abgebrochen. The Elder Scrolls 5 Skyrim aus dem Jahr 2011. Das ist ein Rollenspiel, ne? Ja, und das habe ich nicht gespielt. Und Skyrim. Ich habe es angefangen und es, ich weiß nicht, ich komme nicht ran. Und die loben das ja in den Himmel. Also alle, die da, nur das ist auch so ein Spiel, glaube ich, wo du tausende Stunden rein investiert kannst. Also irgendwie. Ist so wie Eve. Ja, ja, genau. Ja. Ach, nee, ich weiß auch nicht. Gut, ich bin durch. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Ich bin unwahrscheinlich durch. Ich würde mal Holz auflegen. Mach das. Ne? Was mich mal interessieren würde, hat mich sowieso mal, würdest du tatsächlich
aus irgendeinem Grund sagen, ich spiele ab heute keinen Computer mehr. Das wäre ja für dich so ein extremer Lebenswandel, wo du sagst so, ich höre jetzt auf, ich mache was ganz anderes. Ja, ich warte tatsächlich schon seit bestimmt ein paar Jahren, dass dieser Effekt kommt. Dass ich keinen Bock mehr habe auf Computer. Weil es normalerweise ja so ein Jungding ist. Ja, ich kenne schon. Mittlerweile auch sehr viele Ältere, die halt dementsprechend auch Spiele spielen. Ja, mich? Nein, aber auch, wo du in Rollenspielen immer noch hörst, World of Warcraft und so weiter und so fort, dass es da manche Mitte 50, Landwirtschaftssimulator, ist auch so ein Spiel, da hörst du oder du merkst es im Mehrspielermodus, dass es sehr viele oder jetzt auch bei Twitch, dass es sehr viele ältere Leute sogar gibt, die das noch spielen, ne? Ist so. Auch so. Was ich meine ist eigentlich dieses, weil am Ende ist es ja alles virtuell. Und es ist alles, wenn du das nicht liebst, dieses Computerspielen, Lebenszeit, die drauf geht. Ich will jetzt nicht sagen vertane Lebenszeit. Ja. So. Also ich glaube, ich weiß, was du meinst, ich würde es sehr stark reduzieren können, bis der Punkt kommt, wo ich gar keinen Bock mehr habe. Aber da müsste sich einiges wirklich sehr stark verändern. In deinem Leben? In meinem Leben, natürlich. Ja. Ne? Also, was wäre das? Also, naja, das Typische. Da kommt eine Frau, so, die dich natürlich interessiert. Und die das Bier auf den Computer schüttet. Nein, also ich weiß schon, was du meinst. Die den Computer wegschmeißt und sagt so nicht. Entweder nein, ich oder du. Die dich dazu kriegt, dass du selbst von dir sagst, von wegen, ich lass das. So, ne? Ich investiere meine Zeit jetzt anderweitig. Meinst du, würdest das schlimm finden an der Stelle? Also, nein, weil es ja unbewusst ist. Es kommt ja von mir aus dann. Ich habe das ja schon ein paar Mal gehabt, wo ich dann selbstständig weiß, ich habe jetzt andere Interessen. Ja. Ne? Oder ich weiß ja, ich kann dann schon umschalten. So. Okay. Natürlich sagt man immer, ich verändere mich nicht und so weiter und so fort für eine Frau. Aber in dem Fall ist das ja Freizeitgestaltung. So. Und die verändere ich ja dann schon freiwillig. Also es ist ja auch kein komplettes, sag ich mal, das Leben von links nach rechts krempeln. Das ist es in dem Sinne ja nicht. Vor allen Dingen ist es ja heutzutage auch so, dass selbst die Frauen ja schon auch, so wie wir ja auch, ne, du lernst jemanden kennen und gerade in dieser Kennenlernphase ist es ja nicht so, dass du sofort 24/7 aufeinander kluckst. Jeder hat ja trotzdem noch immer erstmal sein eigenes Leben und dann kannst du die Zeit, wenn du halt in deinen eigenen vier Wänden bist, auch dafür noch nutzen. Ne? So, und wie das dann im Endeffekt strukturiert wird, wenn du nachher zusammenziehst nach ein paar Jahren, gibt es auch immer. Es gibt mittlerweile so viele Hobbys, die Frauen auch ausüben. Ich denke da nur mal so an Reiten oder Solarium oder Sauna oder wie auch immer. Oder die Frauen haben eine Frauenabend, da hast du als Mann nichts zu suchen. Das sind dann so Zeiten, die du dann halt auch für dich dann einfach nutzt. Genau. Und so war es bei mir, dass ich das tatsächlich auch ganz viele Jahre nicht mehr gemacht habe, das Hobby. Und jetzt umso mehr es genieße, dass ich auch Zeit dafür immer mal finde. Ich finde das auch wichtig, dass so jeder mal in die andere Richtung geht. Ne? Damit meine ich jetzt nicht Scheiße bauen oder sowas in der Art. Nein. Aber man braucht ja das auch einfach. Dieses Aufeinanderklucken macht ja auch viel kaputt teilweise. Das ist ein gutes Stichwort, weil wenn du wirklich an dieses klassische, also wirklich, es ist ja auch erwiesen, das nennt sich, wie nennt sich das? Gray Divorce. Was ist das denn? Das ist etwas, ein Effekt, der immer häufiger auftritt, nämlich bei Leuten ab 50, wo die Kinder aus dem Haus sind und die sich dann scheiden lassen. Also die sind, solange die Kinder noch im Haus sind, noch nicht 18 sind, zusammen, wie eine glückliche Familie. Und die Kinder sind raus aus dem Alter und sie lassen sich scheiden. Und dann fangen sie ein neues Leben an. Das ist dieses heftige Leben umkrempeln, weißt das, du? Das, und ich finde das so schwachsinnig, das immer auf die Kinder zu schieben. Ich habe das auch nicht in letzter Zeit, damit meine ich jetzt nicht in den letzten Wochen, sondern auch in den letzten Monaten und Jahren kennengelernt, dass Frauen, gerade Frauen, ich kann jetzt nur von Frauen reden, weil ich ja in dem Sinne Frauen gesprochen habe und so weiter und so fort. Ich dachte, weil du eine bist. Ja, manchmal bin ich auch eine Diva, aber ich weiß wann. Aber habe ich sehr oft mitgekriegt, dass zwischen den Paaren eigentlich nichts mehr geht. Ja, ja. Aber man ist dann nur zusammen wegen den Kindern, wo ich sage, du bist so doof, das ist so verschwendete Lebenszeit. Genau. Und das ist so zwiespältig, weil ich es manchmal auch sehr schade finde, dass Beziehungen so schnell weggeworfen werden, ohne zu kämpfen. Aber in dem Fall jetzt zum Beispiel, das dann auf die Kinder zu schieben, ganz offen und ehrlich, jeder kann sich zurückversetzen, finde ich.
Oder zumindest sollte man in der Lage sein. Aber das auf die Kinder zu schieben, finde ich, ist das Billigste, was es einfach nur gibt. Ich glaube, dass der Grund ein ganz anderer ist. Die Frauen, und wie gesagt, ich rede jetzt nur von den Frauen, weil ich halt ein Mann bin, aber die Frauen haben einfach nur Angst vor Veränderungen. Angst, alleine zu sein. Angst, der Mann ist weg, jetzt stehe ich mit dem Kind alleine und nichts wird mehr funktionieren und so weiter. Diese Absicherung ist weg, dieses, Moment, dieses Moment. Neue. Aber das ist ja, das klingt wie aus einer alten Zeit, weil am Ende ist es ja heutzutage so, dass Frauen alle, zu DDR-Zeiten war es auch schon so, dann kam die Wende, war nichts mehr, jetzt ist es wieder, es geht wieder in die Richtung, Frauen ja durchaus vollständig berufstätig sind, also wirklich tagsüber immer nur arbeiten und ihr eigenes scheiß Geld verdienen. Also wo ist das Problem? Also wenn du wirklich nicht mehr mit dem anderen klarkommst, wenn du sagst, du möchtest gerne dich trennen, dann ist das doch kein Risiko in dem Sinne. Es ist dann ein Risiko, wenn du so eine Hütte hast wie hier. Ja, dann musst du die Frauen fragen, in dem Fall. Ja, aber das hat doch, also ich hab's auch nicht verstanden. Ich könnte dir definitiv. Männer haben doch das gleiche Risiko. Ja, ich, die Frauen, die Männer gehen. Die Männer gehen. Da muss ich die Frauen jetzt mal schützen. Die Männer gehen und die Frauen haben das Kind. Frauen müssen sich komplett umstellen. Aber nicht immer. Nein, das sage ich ja gar nicht immer. Aber bei wem bleiben die Kinder denn, wenn die Trennung stattgefunden wird? Ja, meistens. Ja, meistens ja. Meistens bei den Frauen. Natürlich bei den Frauen. So. Und die Frauen müssen sich dann umstrukturieren. Komplett. Jobmäßig. Arbeitszeit passt nicht mehr, weil du früher immer das so gemacht hast, dass es funktioniert. Wir haben doch jetzt hier gerade in der näheren Umgebung, ich will jetzt keine Namen nennen, Uschi oder Uwe, genau das Beispiel, wo die Frau gesagt hat, es geht nicht mehr, ich ziehe jetzt aus. Ja. Das ist doch genau andersrum. Es gibt ja heutzutage dieses Wechsel. Ja. Eine Woche da eine. Weißt du, was ich meine? Ja, natürlich, klar. Und da ging es einfach nicht mehr. Ich kann dir aber mittlerweile wirklich 2-3 Fälle geben, wo es wegen Kindern heißt, ich bleib dann doch lieber. Ich bin zwar glücklich mit dir, aber ich bleib da, weil da ist die Sicherheit abgegeben. Und ach, wenn die Kinder nur schon aus dem Haus wären. Und da gebe ich dir recht, heutzutage ist das Schwachsinn. Früher war das anders. Ja. Da ist das ja, wenn du getrennt warst oder dich scheiden lassen hast, also gerade zu DDR-Zeiten, dann war es, also das war ja No-Go. So, da hast du ja soziale, wirklich, warst du schlechter aufgestellt. Da hast du gesagt, ja klar, wegen der Kinder bleiben wir jetzt zusammen. So, heutzutage. Ja. Macht man heutzutage dann teilweise auch noch. Aber da würde ich das, wie gesagt, das ist meine persönliche Meinung. Die Angst davor, diesen Schritt zu wagen, ist manchmal auch da. Ich sage nicht, dass das zu 90% so ist, aber es trägt sehr, sehr dazu bei. Aber hast du denn, bleiben wir jetzt mal bei diesen 50 Jahren, ich bin jetzt 50 und jetzt sage ich, jetzt fange ich mein Leben neu an. Hm? Ist das nicht irgendwie, also merkwürdig, weil ich meine, 10 Jahre später bist du 60, da bist du quasi alt, also bist ja richtig alt. Inwiefern meinst du das jetzt mit den 50? Im Sinne von... Du willst jemanden neuen kennenlernen, dann lernst du ja jemanden kennen in deinem Alter. Das ist ja nicht mehr so wie früher, dass du himmelhoch jauchzend verliebt bist oder irgendwie sowas, sondern das geht ja irgendwann. Ich glaube, mit 50 kannst du dich auch neu verlieben. Aber anders. Meinst du nicht anders? Nee. Ich glaube, es gibt so gewisse Verhaltensprinzipien und gewisse Situationen, die verändern sich einfach nicht. Ja, Dings und Bums, das weiß ich schon. Ja, Sex verändert sich ja auch nicht. Da musst du auch das eine tun, damit ein Effekt erzielt wird. Aber ich finde, verlieben tust du dich mit 20 und ich glaube, verlieben kannst du dich auch genauso mit 50. Da gibt es keinen Unterschied. Was du daraus machst, ob du dann immer noch so lange die rosarote Brille aufhast oder ob du sie überhaupt aufhast, das ist dann immer noch so ein anderes Ding. Ja, deswegen, du siehst ja die Welt mit ganz anderen Augen. Ja, ne? Aber du fällst ja trotzdem drauf rein. Also ich bin ja so optimistisch, dass ich zum Beispiel, ich würde ja jedem, den ich neu kennenlernen würde, immer wieder eine Chance geben. Ja. Und von null auf, weißt du, so dieses hundertprozentige Vertrauen. Weil das hat ja jeder verdient, den du kennenlernst. Du kannst ja nicht mit Vorurteilen rangehen und sagen, so, ich wurde jetzt so lange verarscht und den nächsten, den ich kennenlerne, den verarsche ich jetzt erstmal. Ja, genau. Oder ich sehe den erstmal, ich lasse den erstmal auf Distanz und ich gucke mir den erstmal ganz genau an. Und der weiß gar nicht, wie ihm geschieht oder sowas in der Art. Mhm. Also da sehe ich jetzt keinen Unterschied. Ich denke, du kannst dich mit 50 noch genauso verknallen und die rosa-rote Brille aufhaben wie mit 20. Ich habe eine Statistik gelesen, dass die meisten ihr Leben komplett auf links ziehen, wenn sie 30 werden, so um diese Zeit rum. Weil vorher, ich sag mal, vor 30 bist du unsterblich. So, das Leben steht dir offen. Du bist jung, scheißegal. Das ist das geilste Alter überhaupt. Ab 30 wird dir bewusst, dass das Leben irgendwann endlich ist. Weißt du?
es ist dann irgendwann, ich glaube, also zumindest ging es mir so, und bei mir war es auch so, mit 30, ich habe das auf links gezogen, mein Leben, dass mir dann irgendwann bewusst wurde, so unsterblich bin ich gar nicht. Das ist vielleicht ein Grund, weiß ich nicht. Mir ist vor kurzem erst bewusst geworden, dass ich mal früher sehr oft da gesessen habe und wollte unbedingt 16 werden, damit ich Moped machen kann. Genau. Ich wollte unbedingt 18 werden, damit ich Auto machen kann. Genau. Und ich konnte gar nicht schnell genug alt werden. Ja. Ja, ich wollte dann plötzlich über 20 sein, damit ich halt irgendwie mitreden kann mit den Jugendlichen und mit den jungen Männern und so weiter und so fort. Und plötzlich wollte ich dann unbedingt 30 werden, weil ich dann dachte, das ist das knackige Alter. War es aber eigentlich gar nicht. Weil dann so ab Ü40 bin ich persönlich der Meinung gewesen, da ist dann so dieser Punkt gewesen, wo ich mich getraut habe, wo es mir eigentlich scheißegal war, wie die Reaktion anderer ist. Ja. Sondern ich habe es einfach, ich war ich. So, und da habe ich festgestellt, das Wissen von heute, vielleicht 20 Jahre früher, alter Schwede. Du bist der Held vom Erdbeerfeld. Dann, glaube ich, dann hättest du richtig Spaß gehabt. Ja. Denn ich war nicht derjenige, der mit 20, 30 irgendwie was auf den Kopf gestellt hat, weil ich der Meinung war, ich bin der Macker oder sowas in der Art. Ich war sehr lange verunsichert. Hm. Ich will gar nicht sagen grün in den Ohren, aber das hat lange gedauert, bis ich irgendwann mal gesagt habe, das ist so dieses Beispiel, was wir mal gesagt haben früher, mal zu jemandem gehen, zu einem Fremden gehen und nach einer Uhrzeit fragen. Ja, ja, das bis ich mich das getraut habe. Ja, das hat lange gedauert. Und jetzt würde ich jeden anquatschen, weil es mir eigentlich wurscht ist. Ja. Es kommt natürlich darauf an, wie den anquatscht. Aber selbst das kann man inzwischen, weil man einfach die Erfahrung hat und du auch den Menschen kennst. Weil du auch den Mut hast. Ja, genau. Du sagst dir, weil du genau weißt, wenn der komisch reagiert, hast du auf jeden Fall immer eine Gegenreaktion. So, du weißt, du bist sicher. Genau. So. So. Hast du, was Leben umkrempeln angeht, ein Beispiel? Ja, ich frage mich zum Beispiel, was es mit einem macht, wenn du. Also prinzipiell bin ich immer der Meinung, dass es immer darauf ankommt, bei Lebensveränderungen, ob sie gewollt sind oder nicht. Also man kann das immer ins Positive drehen oder ins Negative. Und ich habe so als allererstes habe ich tatsächlich an so Wohnungswechsel gedacht. Oh ja. Na, du machst es freiwillig. Was hat das für einen Effekt? Oder aber du musst ausziehen. Was hat das für einen Nebeneffekt? Und was für Veränderungen hast du? Weil ich finde, wenn du zum Beispiel jetzt die Wohnung veränderst, weil du es willst, aufgrund Familienzuwachs, oder du möchtest dich verändern, dann gehst du ja ganz anders daran, als wenn du jetzt keine Ahnung, die Miete nicht zahlen kannst oder der Mieter sagt, also sie müssen da raus, ich beanspruche jetzt hier, wie sagt man dazu, wenn er das selber haben will? Eigenbedarf. Genau. So, und du gehst raus. Oder aber du trennst dich von deinem Partner und du kannst die Miete nicht mehr. Ne? Das ist so. Also kann ich mein Beispiel sagen, ging mir auch so, weil, als ich mehr oder weniger rausgeschmissen wurde damals von meiner Ex-Frau und da musst du ja schnell reagieren. Du musst also eine Wohnung finden. Und das war irgendeine Butze, eine kleine scheiß Dachwohnung, so, wo du alleine. Und du, also zumindest ging es mir so, man fühlt sich erstmal im vollkommen falschen Film. Ja. Ne? Also da hast du dir eine Familie aufgebaut, bla bla bla, und plötzlich stehst du wieder alleine da. Der positive Nebeneffekt ist aber, habe ich jetzt festgestellt, nach, wie lange ist das her, 20 Jahre, dass ich unglaublich viele neue Leute kennengelernt habe dadurch, mit denen ich heutzutage teilweise noch echt eng befreundet bin. Das weißt du natürlich erst im Nachgang. Ich wollte gerade sagen, das weißt du ja zu dem Zeitpunkt nicht. Und zu dem Zeitpunkt bist du so durch. Du schiebst schon echt Panik, ne? Ja. Weil bei mir war es ja ähnlich. Ja, ja. Ich wollte ja damals gar nicht ausziehen, weil ich es finanziell alles leisten, also botten konnte auch. So, aber dann kommen wir jetzt wieder zu dem Punkt. Such dir mal eine Wohnung als alleinstehende Mutter mit Kind und Hund. War zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gekriegt. So, jetzt kannst du ja nicht eine Wohn-WG machen, jahrelang. Nee, das funktioniert. Wie willst du dein Leben neu sortieren und jemanden kennenlernen? Du willst dann jedes Mal sagen, ich bin mit meiner Ex aber in einer WG. Ja, die und hoffe, sofort, ich kriege sie zurück. Dreht sich sofort jeder um und geht und sagt, klär das erstmal. Naja. Ne? Kann ich auch völlig verstehen. Aber gibt es bestimmt auch. Natürlich gibt es das. So, aber dann haben wir uns natürlich auch entschieden, dass ich dann gehe. Das hat mir gar nicht gepasst. Ich woanders hin, warum? Meine Freunde sind hier und das sind nicht wenig. Ja. So, und jetzt gehst du weg. So, und jetzt find mal was. So, und da hatte ich ja dann nur auch Glück.
aber du wirst da in irgendwas hineingeworfen, wo du gar nicht hin willst. Ja, ja, ja. So, letztendlich lebst du ein Leben plötzlich, wo du sagst, ja. Und das ist es so. Kommt der Spruch immer wieder, wer weiß, wozu das gut ist. Am Ende ist es, hat es immer was Gutes und der Mensch tickt ja auch so, dass er was Gutes dabei rauszieht. So. Genau. Schlimm ist es, finde ich, wenn sowas passiert, wenn du dein Leben neu sortieren musst, wo du auch nichts für kannst, aufgrund einer schweren Krankheit. Das wäre auch so ein Punkt gewesen, der mir auch aufgefallen ist. Krankheit, Verletzung. Ja. Wo du wird also wirklich nichts mehr kannst. Also querschnittsgelähmt. Überleg mal, querschnittsgelähmt. Fängst ja gleich voll. Ja, aber das ist so mein großes Horrording. So Krebs, mal Krebs abgesehen, so querschnittsgelähmt. Du sitzt im Rollstuhl. Ich habe das bei der Gamescom jetzt wieder erlebt. Mhm. Das hat jetzt damit nichts zu tun. Das war ein kleiner Junge. Der war, glaube ich, 9. Und da war hier Montana Black auf der Gamescom. Plötzlich, unerwartet war da. Und ey, der wurde gefeiert wie ein Popstar. Ich glaube, die Hälfte der Gamescom, und das sind tausende Leute hinter ihm her und alle hin und also wie auf einem Konzert, alle hin. Damals die Backstreet Boys, so kam mir das vor. Und der Junge saß in seinem Rollstuhl und hat geweint, weil er nicht gesessen hat, er hat nichts gesehen. So, seine Mutter konnte ihn nicht hochheben. So, ich habe schon überlegt, ich sag zu Uschi, soll ich das machen? Sagt sie, ist ja Quatsch, wir stehen so weit hinten, der sieht ihn trotzdem nicht. So. Der hat geheult wie, und das meine ich damit, wenn dir sowas geschieht, wird... Ja, das dann, ist natürlich kacke. Ist das, also dein Leben ist ja... Der lebt jetzt damit. Der ist klein, der wird sich daran gewöhnen, auch wenn es scheiße klingt. Aber überleg mal mit 30, Autounfall. Was machst du denn? Ja, normalerweise würde ich jetzt spontan sagen, erhängen. Aber nach 2 Sekunden, 3 Sekunden, ich glaube, wir haben so viel Überlebenstrieb. Ich denke auch. Kannst du dich an Gespräche von uns erinnern, wo ich immer gesagt habe von wegen, oh Gott, wenn ich einen Arm verliere, wenn ich ein Bein verliere, wenn ich einen Finger verliere und so weiter und so fort, könnte ich nicht mit leben und tralala, hast du nicht gesehen. Kopf, ja. Ich glaube ganz einfach, dass wenn es dann wirklich passiert, du bist so sehr in der Lage, das zu ertragen. Als ich das mit meinem Daumen hatte, der ja nur wirklich nur an der Haut noch hing und so weiter und ich dann da im Kreißsaal bei örtlicher Betäubung, ich habe mir immer gesagt, Operation, immer Vollnarkose. Die konnten mich ja zu Corona-Zeiten nicht unter Vollnarkose setzen, weil diese Anästhesisten komplett ausgebucht waren. Ich hätte zwei Tage mit meinem fast abgerissenen Daumen liegen bleiben müssen. Und dann haben sie gesagt, es gibt nur einen Termin morgen, 23.30 Uhr, aber nur mit örtlicher Betäubung. Hm. Und da habe ich auf dem Tisch gesessen. Und nur alleine da, ne, das Laken vorm Gesicht, ich habe immer nur auf die Uhr geguckt und die haben da an meinem Daumen rumgezottelt, was ich mitgekriegt habe. Habe ich so bei mir gedacht, was du in der Lage bist, in dieser Situation über dich ergehen zu lassen, mit dir machen zu lassen, das ist Kopfding. Ja. So, und deswegen wüsste ich heute auch nicht mehr, was ist, wenn was mit dem Bein jetzt zum Beispiel passiert. Da habe ich auch mal, ne, wenn man so drüber quatscht, naja, was ist denn, wenn das jetzt aufreißt und tralala. Kann natürlich sein, dass und die sagen, Bein abnehmen. Genau, Bein abnehmen. So. Hat Uschi von uns auch gesagt, dann trägst du eine Prothese. Ja. Ich mache mir Gedanken darüber und sag mal von wegen, das sieht ja optisch scheiße aus und dann will mich ja keiner mehr, bla bla bla. Ich denke ja gar nicht an Gesundheit. Warum nicht? Letztens habe ich das driftet jetzt wahrscheinlich so ein bisschen ab, aber da habe ich jemanden gesehen, der hat gesagt, wenn du sagen würdest, was du am meisten liebst. Zähl mal auf. Was liebst du am meisten? Zähl mal auf. Eine einzige Sache, oder wie? Nein, zähl mal auf. Ich will mal was wissen. Zähl mal auf. Okay, nenn mir 5. Meine Familie ist das eine Sache? Mhm. Mein Leben. Ja? Was ich am meisten liebe. Ja, nenn mir 3. Komm, 2 hast du jetzt. Meine Familie, mein Leben, keine Ahnung. Dich will ich jetzt nicht sagen. Nein, aber was der gesagt hat ist, wann benennst du dich denn? Mich am liebsten. Achso, ich dich, liebe mich am meisten. Dich persönlich, nicht am meisten. Wann liebst du dich? Ja. Wen liebst du? Okay. So, weißt du, das ist so dieses ich weiß, was du meinst. Ja. Das ist natürlich jetzt auch immer sehr... Nein, aber das ist bestimmt auch ein, also das ist gar nicht so weit hergeholt, weil es ist, glaube ich, auch ein Fakt, wo Leute, die
wir hatten ja das Thema Midlife Crisis, die möglicherweise genau über sowas nachdenken und dadurch ihr Leben komplett auf links ziehen, weil sie sagen, so, ich achte jetzt mehr auf mich. Ich habe immer auf alle anderen geachtet. Alle anderen waren zuerst, ich noch nicht. So, ich fange jetzt an zu joggen. Ich fange jetzt an, gesund zu leben, bla bla bla. Also was völlig anderes. Vorher habe ich immer nur Currywurst gegessen. Das ist auch ein Leben umkrempeln. Sowas in der Art. Aber das ist auch was, und das wäre so ein Punkt gewesen, den hätte ich noch zum Schluss gebracht, ne? Bei der Art von Trennung. Trennungen vom Partner. Warum fangen alle danach an, zu leben, zu leben, zu leben? Ja. Und damit meine ich jetzt nicht Beispiel. Ablenkung. Ja. Damit meine ich jetzt nicht Ablenkung. Warum macht man das? Moment, das ist eine gute Frage. Kann man währenddessen alleine leben, leben, leben und dann lässt den Partner zu Hause, der möglicherweise das nicht möchte oder beschäftigt ist, zu viel arbeitet, langweilig ist? Oder sagt man sich, ich bin jetzt mit dem zusammen, ich mach das, ich zwinge ihn dazu? Oder was meinst du jetzt? Also klar, gebe ich dir recht, gibt es genug Beispiele, dass genau die das machen. Aber es gibt ja auch die Möglichkeit, mit demjenigen zusammen zu bleiben und das zu tun, oder nicht? Ja, natürlich. Ich finde, eine Beziehung macht das ja aus, dass jeder trotzdem unabhängig voneinander etwas unternehmen kann. Ja. Man kann auch sehr viel zusammen machen und das nennt man dann Glück. Richtig. Und Zufriedenheit. So, nach einer Trennung fangen die meisten an und ich sehe mich da auch, zumindest kurz nach der Trennung so. Ich habe plötzlich angefangen, ich bin joggen gegangen, das habe ich während der Beziehung gar nicht gemacht. Warum? Ich bin joggen gegangen, mich fit gehalten, habe ich versucht aufzubauen, bin ins Solarium gegangen und hab hier und tralala und hast du nicht gesehen. Naja, da hab ich dann auch immer gedacht von wegen, ey, warum? Ja. Warum machst du denn das jetzt? Willst du dir was beweisen? Nein. Ich weiß es nicht. Liegt es daran, zu hoffen, dass jemand Neues kommt und sagt... Keine Ahnung, auf dich aufmerksam wird. Weiß ich nicht. Genau. Ja. Und wenn ich sie habe, verfalle ich wieder ins alte Leben. Und ja, wer weiß. Also das wäre so ein Klassiker. Ne? Ja, und dann heißt es wieder, so kenne ich dich gar nicht. Ich kenne dich eigentlich so als Powermaschine. Ja, ja, wie auch immer. So, jetzt lasse ich mich wieder scheiden. Ja. Also ich trenne mich. Genau. Weißt du, so. Und dann fängst du wieder an, Sport zu machen. Genau. Wie ein Idiot. Bescheuert. Blöde Veränderung. Ja. Ja, ja. Es gibt noch so viele Sachen. Eine Sache, wie die mir einfällt, ist noch ein neuer Beruf, wo du sagst, mit 45 braucht man keinen neuen Job mehr anfangen. Und es gibt genug Leute, die es trotzdem machen. Weißt du, vorher machen die irgendwie so einen langweiligen Scheiß. So. Wir haben bei uns jemanden gehabt, erinnere ich mich immer wieder. Das war auch jemand, der ist Mitte 50 gewesen, ging auf die 60 zu und war wirklich fast 35 Jahre in einem einzigen Betrieb. Und der hat bankrott gemacht. Oh, scheiße. Und der hat jetzt noch ein paar Jahre gehabt bis zur Rente. Ja. Und hat Arbeit gesucht. Und da weiß ich noch, hat mein Chef damals gesagt, gib ihm den kleinsten LKW, damals war ich noch Disponent, gib ihm den kleinsten LKW, damit er überhaupt eine Beschäftigung hat. Ja. Und der ist mit dem LKW einfach gefahren. Der LKW war abgezahlt und andere. Und dann ging es wirklich nur darum, ihn zu beschäftigen. Ja. Und da habe ich so bei mir gedacht, von wegen, Alter, der ist körperlich tot gewesen. Der war echt, Gott. Was ich dann wieder kacke fand, war, dass mein Chef plötzlich irgendwann angefangen hat und soll man noch eine Tour fahren und 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 noch eine Tour fahren, wo ich gesagt habe, Alter, du wolltest ihm eigentlich nur durchschleppen bis zur Rente. Guck ihn dir an, der ist tot. Der sah so ein bisschen aus von der Körperhaltung her wie der Glöckner von Notre Dame. Ja. Kenne ich aber auch einen Kumpel, der war genauso. Der war körpertot. Ja. Der war körpertot. Noch dazu, dass er seine Familie an sich war auch sehr kaputt eigentlich. Also er hat eine Frau gehabt, die sehr herrisch war. Der hatte, glaube ich, 4 oder 5 Kinder, darunter eine Schwerbehinderte. Da hat die Frau ihm als Mann Taschengeld gegeben. Eieiei. Taschengeld gegeben und er hat wirklich geknüppelt und er hat wirklich gutes Geld verdient. Ne? Aber dann kriegst du Taschengeld von deiner Frau. Also weißt du, in was für einer Situation oder Lage er war. Der tat mir so leid, weil er halt, wie gesagt, kurz vor der Rente stand. Also der war wirklich auch älter. Ja. Und unser Job, mein Job ist auch, der ist ja körperlich, da muss ja was, das ist nicht so ein LKW-Fahrer, der an die Rampe fährt und wird beladen oder wird entladen. Ja, das musst du auch selber machen. Ja. Und das ist nicht leicht. Ja. So, und ich habe da immer höchsten Respekt vor gezollt, weil der trotzdem eine sehr positive Lebenseinstellung hatte. So, und oh Gott, der hat, teilweise haben wir dem 2, 3 Zigaretten gegeben oder haben ihm Zigaretten gekauft, damit der dann halt so mal eine rauchen konnte. Aber ja, bitte, ja.
weißt, was ich meine. Ich weiß genau, was du meinst, ja. So, und von daher, ich weiß jetzt gar nicht, wie wir auf das Thema gekommen sind, was für ein Ding mit Job irgendwie, ne? Ja, mit neuen Job, aber das ist so auch so ähnlich, das ist wirklich, weil er, ich meine, da hast du auch keine Chance, das ist auch du so musst, unfreiwillig. Du musst, ach so, jetzt weiß ich wieder, genau, und er musste ja im Endeffekt den Job nochmal wechseln. Genau, das meine ich, ne? So unfreiwillig, so, ja. Und das willst du gar nicht, eigentlich willst du bis zur Rente das machen und bist glücklich damit, dann ist ja gut. Wenn du nichts mehr hast, es blunkt schon die ganze Zeit, es sei denn, du hast noch einen wunderschönen Nein, Punkt. Ich glaube mal, also ich hatte noch so ein Thema, das möchte ich ganz kurz anreißen mit dem Autokauf. Ja, bitte. Gibt's ja auch, dass du eine Veränderung mit dem Auto nimmst in dem Moment, wenn deine Frau schwanger wird. Du hast vorher so einen Sportwagen gefahren oder eine Limousine und sagst ja, okay, wir müssen jetzt ein Kombi wegen Kinderwagen, wegen Buggy und so weiter und so fort. Das ist auch so eine kleine Lebensumstellung. Und das Veränderung. Ist aber, finde ich okay so, weil ja, natürlich. Es ist ja auch vernünftig. Es gibt auch bestimmt genug, die das nicht machen. Die sagen, ich will aber mein Auto, ich kaufe jetzt lieber so ein zweites, wenn ich mir das leisten kann, aber ja, das Ding behalte ich. Ja, richtig. So. Ansonsten das mit Verletzungen, das hatte ich auch. Du hast natürlich jetzt ein total verbales genommen. Ich hätte jetzt mein persönliches Highlight genommen mit dem Knie. Ja. Das hat für mich ja auch ein ganz einschneidendes Erlebnis. Ja, genau, definitiv. Knie-OP, Innen- und Außenmeniskus weg. Knie wird nur noch durch Kreuzband gehalten. Der Arzt sagt, kein Sport mehr. Und das hast du nicht gemacht, ne? Du hast ja weiter Fußball gespielt. Was das angeht, ist es ja nicht so hundertprozentig gestorben. So. Ja, aber trotzdem hat es ja trotzdem was gemacht. Muskulatur hat nachgelassen, ist nicht mehr so. Du, dein Körper ist ja anders geworden dadurch. So, und damit lebst du eigentlich, ne? Aber das wäre dann auch so ein Thema da, ja, wie gesagt. Aber das, ansonsten sind wir ganz gut durch. Ja, super. So. Ich habe heute keinen Schüttelreim ausgesucht, aber es blinkt auch schon seit 1000 Minuten. Wir machen das nächste Mal wieder. Genau. Ne? Warum eigentlich? Ja, vergessen. Warum hören wir nie auf? Das ist eine gute Frage. Es war mal eine Ehre. Ich meine, was? Nächstes Mal an alle Streamer, Twitch-Gucker. Achso. Möglicherweise nicht Donnerstag, ne? Nächste Woche, sondern vielleicht Freitag, Sonnabend, mal gucken. Vielleicht, wenn das gewünscht wird, können wir das ja ankündigen. Ja. Aber ich habe mal wenig Feedback bekommen. Vielleicht kommt das jetzt. Jetzt, wo wir so rumjammern. So. Tschüss. Machen wir jetzt Roxette an. Roxette.